Hallo liebe Trommelgemeinde und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist André Hilgers und willkommen zu meinem Video Offbeat für Anfänger, in Klammern Fortgeschrittene Part 2. Letzte Woche habe ich euch versucht, mal ein paar coole Offbeat-Grooves näher zu bringen, um euren Unterrichtsplan oder euren Übungsplan ein bisschen zu erweitern. Und mal so ein paar neue Denkanstöße zu geben, was ihr vielleicht schon mit euren vorhandenen Grooves alles machen könnt. Streicht zum Beispiel für Offbeats einfach die Viertelnoten auf der Hi-Hat weg und spielt immer nur die Achtelnoten, schon habt ihr ein Offbeat. Um das nochmal zu erklären, wer es nicht weiß, dem lege ich nahe, einfach mal das Video von letzter Woche anzuschauen. Und zwar ist das das Offbeat-Video Part 1, theoretisch und auch praktisch. Und letzte Woche habe ich im Video die 16. nach dem Achtel, das heißt immer unte, diese 16. Noten für euch bearbeitet. Und in diesem Video ist jetzt so eine leichte Steigerung. Und zwar werden jetzt immer die ersten 16. Noten in dem Falle bedient. Das heißt immer 1, 2, 3 oder auch Kombinationen, um die Sache ein bisschen für euch, sagen wir mal, aufzuwerten, zu erweitern. Und wichtig auch bei diesem Video ist, dass ihr Grundvoraussetzungen im Vierviertelbereich habt und Achtel und Sechzehntel schon zählen könnt. Ich habe euch die Noten gleich für die Grooves wieder skizziert. Wenn ihr euch die nicht merken könnt, und das ist auch am Anfang, glaube ich, nicht so wichtig, geht her, macht kurz auf Pause, skizziert euch diese Grooves, um sie dann später im Proberaum noch ein bisschen besser umsetzen zu können, dass ihr vom Blatt abspielt. Ihr könnt euch auch drüber schreiben, 1 und 2 und 3 und 4 und oder auch die 16. Zählzeit. Wichtig auch bei diesen Übungen ist, dass ihr das, was auf dem Blatt steht oder so wie der Groove aussieht, zählt, was auch an Noten gespielt wird. Geht nicht her und zählt nur in Achteln, 1 und 2 und 3 und 4 und versucht die 16. Akzentuierung dazwischen zu packen. Das wird ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es bei euch welche, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die das cool umsetzen können. Okay, dann macht es auch gerne so. Aber wir sind hier so ein bisschen noch im Anfängerbereich und da lege ich sehr großen Wert darauf, dass ihr versucht, exakt zu zählen und sauberer drauf zu spielen. Sprich, zählt das, was als Noten in dem Groove auch vorkommt. Nicht zu wenig, nicht zu viel, um am Ende des Tages die Grooves dann richtig cool umsetzen zu können. Kommen wir mal zum ersten. Wie gesagt, der ist unten skizziert und sollte dann für euch auch relativ einfach nachzuvollziehen sein. Auch an der Stelle möchte ich nochmal erwähnen für alle Timing-Fetischisten unter euch, dass das alles jetzt frei von Timing gespielt ist und ich euch eigentlich erstmal nur diese Grooves auch tonal ein bisschen darbieten möchte. Das heißt, es gibt keine Knöpfe im Ohr, es gibt keine Tipps, keine Tricks, kein gar nichts, es ist alles schön furztrocken aufgenommen, um euch auch die bestmögliche Variante dazu bieten, wie ihr das irgendwann letztendlich umsetzt. Ja, kommen wir erstmal zum zweiten Groove und danach werde ich euch nochmal ein paar Sachen erklären. Der Groove, der ist zum Beispiel unheimlich cool später umzusetzen, wenn der auch ein bisschen schneller gespielt wird und kann so richtig, richtig, richtig cool zum Grooven gebracht werden, weil es ist schon, ja, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich ihr jetzt gerade tätig seid. Welche Art von Musik möchtet ihr machen? Brauche ich Offbeats überhaupt? Bla bla bla. Letztendlich ist es genauso wie mit Paradiddeln, wie mit Rudiments. Natürlich muss man nicht alles üben. Wichtig ist nur, dass man sich ab einem gewissen Punkt in einer Komfortzone bewegt und seinen Stil findet. Vielleicht seid ihr ja gerade irgendwie so unterwegs, dass ihr diese Offbeats total gerne spielt und als Filz auch einfließen lasst und versucht mit der Lautstärke und mit Akzenten ein bisschen zu arbeiten, was natürlich dann auch den Groove
letztendlich wieder komplett anders klingen lässt. Auch an der Stelle könnt ihr mit eurer rechten Hand ein paar Variationen mit anderen Cymbals einfließen lassen, um neue Klangfarben zu erreichen. Das ist ähnlich wie auch im Video 1. Und kommen wir doch direkt zum nächsten Groove. Auch den könnt ihr euch wieder skizzieren oder halt auch auswendig spielen. Auch an der Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass gerade solche Grooves unheimlich cool nochmal als Zwischenparts einsetzbar sind und ihr genau aus diesen Offbeats oder auch Linear-Drumming-Grooves, die ich in anderen Videos bearbeite, unheimlich geile, groovige Sachen rausholen könnt. Ich sag zum Beispiel mal so Bands wie Nickelback und viele andere im Pop-Rock Bereich, Hardrock möchte ich da noch nicht nennen, aber alle Bands, die sich so im Rock-Bereich befinden, wenden sowas unheimlich gerne an, um einen gewissen Groove nochmal irgendwas anzuzeigen und vielleicht auch mit dem Bass dann später im Proberaum. Ihr könnt das dann, wenn ihr vielleicht schon eine eigene Band habt, dann mal so ein bisschen ausprobieren. Unheimlich geile, groovige Sachen rausholen könnt. Ihr sollt natürlich nicht den ganzen Song solche Sachen spielen, weil es kommt ja auch auf die Variationen an und eure Technik an sich. Was ihr aber an der Stelle machen könnt, ist, dass ihr, wenn ihr verschiedene Grooves auch mal im Offbeat übt, unheimlich viele neue Variationen für euch erschaffen könnt und vielleicht sogar, und das ist ja wichtig bei der ganzen Sache, dass ihr unique werdet, dass ihr einen eigenen Stil bekommt. Und das kann man unheimlich cool mit diesen Übungen halt erarbeiten und sich dann so reinfühlen, weil jeder schwingt irgendwo mit. Das könnt ihr auch beobachten, wenn ihr in der Disco, in einem Club seid und Musik läuft, dass unheimlich viele Leute dann natürlich tanzen. Jeder sieht anders aus und jeder hat so seinen eigenen Stil. Und so ist es letztendlich auch beim Schlagzeugspielen. Es ist ja nicht so toll, wenn wir irgendwann alle gleich klingen. Das macht leider der Computer schon, der uns im Studio oder auch im Live-Bereich manchmal ein bisschen ersetzt hat. Deswegen erwähne ich es, ich kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen, finde ich es brutal wichtig, dass ihr sauber spielen könnt, richtig cool groovt am Ende des Tages und euren eigenen Stil habt, weil dann macht das Schlagzeugspielen erst wieder richtig Spaß. Und kommen wir mal zum nächsten Groove, der auch sehr interessant ist und wichtig ist, zählt mit. An der Stelle habe ich mal eine coole Raffinesse für euch eingebaut und zwar die 16. Bassdrums, zwei Schläge nacheinander auf der Unte im Dreierbereich. Die müsst ihr natürlich auch ein bisschen sauberer üben, weil das auch ungewohnt ist für manche Leute vielleicht unter euch, zwei 16. Noten im Kickdrum-Bereich nacheinander zu spielen. Das könnt ihr auch wieder ein bisschen langsamer üben und letztendlich auch ein bisschen für andere Grooves mit einsetzen. Auch an der Stelle nehmt einfach mal euer vorhandenes Notenbuch, falls ihr denn eins habt, und könnt dann letztendlich alle Grooves, die da drin stehen, umsetzen als Offbeats und letztendlich nur die und Hi-Hats, sprich 1 und 2 und 3 und 4 und spielen und alles andere außer Acht lassen und schon habt ihr einen ziemlich coolen, großen Backkatalog. Kommen wir zum letzten Groove, auch da wieder eine kleine Raffinesse, aber dazu später mehr. So, bei diesem Groove habt ihr bemerkt, sind unheimlich viele 16. Noten auch im Fußbereich anwesend. Das finde ich ziemlich cool. Auch an der Stelle solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu schnell spielt, dass die Füße sauber umgesetzt werden. Und für alle unter euch, die auch gerne Double Bass spielen, könnt ihr auch daher gehen und irgendwann auf richtig amtliches Timing kommen und einfach mit Doppelfußmaschine spielen. Das heißt, die 16. Noten setzt ihr einfach mit euren beiden Füßen um. Das zeige ich euch jetzt auch mal eben geschwind, was ihr daraus machen könnt, um letztendlich dieses ganze Probeverhalten für euch ein bisschen interessanter zu gestalten und euch zu zeigen, hey, so tolle Sachen kann man damit machen.
Wie ihr seht, kann man da am Geschwindigkeitsrad immens drehen und das macht auch am Ende des Tages unheimlich viel Spaß. Wichtig ist, dass es sauber umgesetzt wird und auch sauber gespielt wird. Dieses Thema werde ich nochmal in einem weiteren Offbeat-Video für euch aufgreifen. Ich glaube aber, dafür lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, damit ihr erstmal für diese Sachen richtig cool üben könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, macht einfach einen Daumen nach oben. Von mir aus auch gerne zwei Daumen nach unten. Ihr könnt mich besuchen auf meiner Homepage www.andrehilgers.com. Besucht meinen Shop, hinterlasst einen Kommentar, kauft ein Video. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich sogar auf www.patreon.com/andrehilgers und mein Team unterstützen, wenn euch diese Videos gefallen haben. Ansonsten, ja, das war es erstmal für heute. Viel Glück beim Üben, viel Spaß und denkt dran, immer schön sauber bleiben und sauber üben und nicht zu laut. Euer André.